Ich versuche diesen Tag so zusammenzufassen. Ein Zitat von einem Komiker aus den 62er, der Farkas war das, der hat gesagt, Napoleon ist seiner Zeit noch selbst an der Spitze seiner Truppe in die Schlacht gezogen, um zu siegen oder zu fallen. Wäre das heute noch modern, sagt er, dass diejenigen, die die Kriege anzetteln, sie auch persönlich kämpfen müssten, ich glaube, ewiger Friede wäre uns gewiss. Ja. Da, ich denke, dahin muss man es irgendwie auch beten, buchstäblich. Aber der heutige Tag hat mir neu klar gemacht, tiefer klar gemacht, was mir schon vorher im Herzen lag. Ich glaube, Terror, Krieg, Armut. Wir haben die Wurzeln heute gesehen, die Hintergründe, auch jetzt von Herrn von Hinkelbein. Er hat Untergrund gezeigt, der Hergang. Man hat das, die ganze Spannweite gesehen, wie das läuft. Und man kann summarisch feststellen, dass hinter all dem Terror, dem Krieg, der Gewaltanwendung, auch der Entmachtung, es ist immer das Geld und es ist immer die Macht, die hinter dem Geld steht. Mit Geld, auch eben, hier geht es wieder um dasselbe Thema, so wurde sich das erschlichen. Und meine feste Überzeugung summarisch ist, es wird Terror, Krieg und Armut werden so lange herrschen, wie wir das ungestraft zulassen, dass man ungestraft Geschäfte treiben darf, mit Krieg zum Beispiel. Wer Geschäfte treibt mit Krieg, mit Waffen, so Privatleute, ja, solange wir das nicht strafen, wird Krieg sein. Solange man mit Krankheit, mit Gesundheit Geschäfte machen kann, mit unserer Gesundheit, mit unserer Schwachheit, solange wird Krieg und Terror herrschen. Solange man mit Sinneslüsten Geschäfte machen kann, denkst du an das ganze Sexgewerbe und so weiter, solange wird Krieg und Terror herrschen, solange man mit Erfindungen selbst, da mache ich jetzt einen Sprung noch dazu, solange man Patente beschlagnahmen kann, also Dinge, die fürs Gemeingut eigentlich da sind, Erfindungen, die gehören immer allen, ja, solange man da ungestraft Geschäfte machen kann, werden wir Krieg und Terror haben. Dasselbe, wenn man mit Politik Geschäft machen kann, solange der Politiker verdienen kann an seinem Geschäft, wird es Terror geben, weil er wird es immer der Wirtschaft angleichen. Solange man Spekulationen ungestraft spekulieren und verdienen darf, steuerfrei und all diese Dinge, wie sie sind, solange wir Krieg und Terror herrschen, solange wir das Zins- und Zinssystem haben, wird Terror herrschen. Das ist mein Fazit aus diesem heutigen Tag. Also wenn irgend möglich, müssen wir dahin arbeiten, dass man diese Leute zur Kasse ruft, dass das ganze Volk entschieden ist, die Leute zur Kasse zu rufen, die mit all diesen Dingen Geschäfte machen. Das ist ein langer Weg. Aber ich möchte das abkürzen, nicht mehr jetzt ins Predigen kommen. Ich bin aber der Meinung, wenn wir es dahin gebracht haben oder bringen können, dass man mit all diesen Dingen und noch weit mehr keine Geschäfte mehr treiben kann, dann glaube ich, ist Terror und Krieg kein Thema mehr, aber damit ist noch kein Friede auf der Welt, das müssen wir uns auch klar sein. Kein Krieg heißt noch nicht, dass deswegen Friede herrscht hier unten. Ich glaube, dass wenn wir Frieden wollen, richtigen Frieden, dauerhaften Frieden, ich glaube, der beginnt an der Stelle, wo wir die neue Welt ohne Geld aufbauen, wo das kein Thema mehr ist, ja. Wo man aus Prinzip einander dient, weil man einander liebt, so wie wir es versuchen, auch hier euch zu zeigen. Wir machen das seit 35 Jahren. Ich habe noch nie ein Buch verkauft, ich habe aber 20 davon geschrieben. Teils solche Schmöker, ja, zu Hunderttausenden, Millionen verschenkt. Ja. Das geht. Dasselbe mit CDs, dasselbe mit Tausenden von Vorträgen, dasselbe mit allem, was wir machen, dasselbe mit unseren Konferenzen und das in der Schweiz, in der absolut teuren Schweiz. Wir haben jahrzehntelang Leute gratis therapiert. Das geht, das geht. Wir können die jetzigen Mittel nutzen, so wie wir sie nutzen. Ja? Und wir erleben das, was Luzi Stamm gesagt hat über der Schweiz, diese Revolution in so 100 Jahren, von dieser Armut in Reichtum, wir erleben noch ganz andere Sprünge. Ja? Dadurch, dass wir das begonnen haben, einfach
miteinander die Lebensqualität hochzukriegen, ist es eine Ehrensache für jeden Künstler heute, war es eine Ehrensache, euch unentgeltlich zu dienen, versteht ihr? Für die Referenten hier unten war es eine Ehrensache, euch unentgeltlich zu dienen. Für mich war es eine Ehrensache. Alle, die hier gekocht haben, eine Ehrensache, versteht ihr? Ja. Ja. Und das ist unser erklärtes Ziel. Wir können es wahrscheinlich nicht verhindern, dass diese alte Welt, ja, jetzt in Anführungsstrichen, dass die zusammenbricht. Aber wir können die neue wieder aufbauen. Und wir glauben, dass wir das überleben werden, weil ich glaube, dass der Himmel mit den Gerechten ist. Ich glaube, dass das so ist, dass die Gerechten überleben werden und dass wir diese neue Welt strukturieren werden. Und diese Dynamik, die kennen wir seit Jahrzehnten. Wenn nicht im kommunistischen Sinn, alles was dein ist mein, sondern im OCG-Sinn, alles was mein ist dein. Versteht ihr den Unterschied? Wenn wir in dieser Gesinnung leben, das gibt eine Dynamik. Wir werden diese Welt in der kürzesten Zeit vergolden. Und die Menschen werden wieder ein Zuhause haben. Und es wird eine Motivation sein, miteinander die eine gemeinsame Welt zu vergolden. Ich möchte mal Danke sagen all diesen Globalisten, die die ganzen Grundstrukturen, die ganzen... Ja, die ganze Grundlage gelegt haben, dass wir eine Welt sein können, einfach nicht unter ihrer Führung. Das haben wir heute ausgemacht, oder? Nicht unter ihrer Führung. Okay, und so glaube ich, beschließen wir diesen Tag. Wir haben das... ein Riesenspektrum, wir haben Teilziele gesehen, ich sage nichts hat sich heute widersprochen, die einen haben von Fernzielen gesprochen, die anderen haben von Nahzielen geredet, wenn ich an Jürgen denke, er hat den nächsten Schritt gezeigt, oder? Eine praktische, ein Nahziel, was ist der nächste Schritt? Hörstl hat mir die Fernziele, die großen Fernziele gezeigt, wir haben so das Mittelfeld, Zwischenziele gesehen, wir haben Grundlagen gesehen, und Dinge, die schon am Laufen sind. Also reicher kann man fast nicht werden an so einem Tag. Jetzt hoffen wir einfach, dass uns der Himmel so zusammenführt, dass alles an dem rechten Platz diese gemeinsame Dynamik bekommt. Und ich glaube, es kann sein, wenn wir Licht sind, in der Information, wie wir es heute waren, und Licht im Darstellen der neuen Welt, nicht philosophieren, sondern tun. Wenn die Leute sehen, was daraus entsteht, wenn jeder einfach an der einen gemeinsamen Welt vergoldet. Es kann eine Dynamik kommen, von der ich glaube, die neue Welt kommt schnell und bald. Das ist möglich. Wir haben es in der Hand. Danke fürs Dasein. Jetzt kommt noch der letzte Beitrag. Aber ich verabschiede mich jetzt schon. Es war schön mit euch, weil es einfach gewaltig ist. So viele Stunden hört ihr hier zu, habt ihr Sitzleder. Es war einfach wunderbar. Und wir können es nur immer so entformulieren. Wir lieben euch. Ich liebe euch. Wir lieben euch. Von Herzen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.